Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich habe mir nämlich wieder eine Mythic Plus Kiste erspielt und ich war sogar fleißig letzte Woche. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, aktiver PvP zu spielen. Heißt, wir haben uns auch eine PvP-Kiste freigespielt und ich hätte, glaube ich, noch 25 Wins mehr spielen sollen, um dementsprechend hier noch ein höheres Item aus der PvP-Kiste zu kriegen. Ist jetzt aber für die erste Woche relativ egal. Ich schaue auf jeden Fall, dass ich jetzt die M-Plus-Kiste aufmache. Wir hatten, glaube ich, einen 15er Key. Ne, einen 16er sind wir sogar durchgeeiert hier. Tempel von Zitralis und PvP haben wir auch ein paar Games gemacht. Ich glaube, ich habe sogar dreimal den Balken gefüllt, weil ich ja im Moment so ein bisschen am Feral üben bin. Achso, ja. Wer sich fragt, warum ich jetzt hier eine Kamera anhabe und so komisches Outfit. Ich sage nur so viel. Ich habe mich vom Stream bequatschen lassen. Jetzt kommen die ganzen Follows rein. Hey, vielen Dank an der Stelle. Und ja, wir machen jetzt als erstes die Kiste auf. Und zwar, warte mal, habe ich die D eingestellt? Schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich hatte die D drin. Okay, ich habe Hände. Ich brauche, wenn dann Gushing, Versa oder Mastery für mein PvP-Gear. Oder ich würde auch Zwielicht zur Wüstung Rang 3 nehmen, wenn ich quasi das da aus der Kiste rausziehe. Würde ich es auch nehmen für mein Tank-Gear. Mal gucken. Und was haben wir drin? Oh, das ist richtig gut, das Item. Das ist richtig gut. Warte, was hat das drauf? Das hat 9 Versa drauf. Aber das ist leider nicht viel, oder? Ein Versa 9 ist, 9% ist nicht viel. Es hat Mastery und Ver. Oh, das könnte echt gut sein. Moment. Jetzt muss ich mal kurz mein PvP-Gear schauen. Oh, das könnte halt echt nicht schlecht sein. Richtig, richtig gut. Was habe ich denn an? Ich habe quasi einen 465er mit dem Versa. Ah, aber ich brauche diesen Versa Proc, ne? Hier habe ich Mastery drauf. Das sind halt 35, ist der Proc. Jetzt muss ich den gucken, dass ich den Proc irgendwo anders noch herkriege. Weil ich habe eh schon wenig. Aber das ist halt echt nicht schlecht. Weil ich dann jetzt dann noch mehr Mastery habe. Warte, wenn ich das jetzt anlege, dann bin ich bei 64% Meisterschaft und 24, fast 25% Versa. Das wäre schon dick, aber ich habe dann leider keinen Versa Proc mehr. Dann müsste ich gucken, ob ich noch irgendwo ein Item habe, das einen Versa. Oder, Leute, wir gehen jetzt einfach schnell zur PvP-Kiste und ziehen da einfach ganz bequem uns ein Versa Proc-Item raus. Was haben wir für einen Keen, Tol'Dagor? Verstärkt platzen Vulcanic. Oh ja, Vulcanic ist eigentlich die einfachste Woche. Die Woche wird chillig. Easy. Okay, dann machen wir die PvP-Kiste auf. Ich habe übrigens hier die Waffe gekriegt, ne? Für 45, für 75 mit Sockel. Ah, fuck, ich habe einen Kopf rausgezogen. Das ist natürlich nichts. Der bringt mir leider nichts an der Stelle. Den können wir gleich scrabben. Aber die Hände sind tatsächlich gut. Und der hat auch. Yep, der hat auch Mistrails drauf. Also den können wir so, wie er ist, wegtun. Aber wie gesagt, die Hände kann ich gebrauchen. Eventuell finde ich auf der Bank noch irgendwo ein anderes Item. Da ich ganz gerne diesen Versa-Proc, ne, den hätte ich natürlich schon gerne auf dem Item drauf. Da muss ich jetzt bloß schauen. Ja. Jetzt überlege ich gerade, bevor ich es 10.000 Mal in den Kommentaren beantworten darf. Also, mein Bruder hat geheiratet, deswegen habe ich ein Hemd an und dementsprechend auch eine Krawatte. Und dann habe ich mich vom Stream bequatschen lassen, ich soll doch eine Sonnenbrille ausziehen und die Jacke, weil ich auch schon wie ein Piloten. Das fanden die lustig, ja? Das ist der Grund, warum ich jetzt hier so da hocke. Und dann dachte ich mir, jetzt bin ich eh schon am Stream, mach das Opening, lassen wir es halt an, just for fun. Nein, so hocke ich normalerweise nicht rum. Ja, ich würde sagen, die Items, das wird jetzt länger dauern, bis ich die durchgeguckt habe, ob ich da was Sinniges habe. Fürs Opening war es das an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Ich hatte tatsächlich, muss ich sagen, jetzt mal Luck. Und ja, mal gucken. Schreibt mir es gerne rein, würde mich interessieren. Euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.